Arthrose spielt beim Pferd eine relativ große Rolle. Überhaupt das Thema Lahmheiten ist beim Pferd mindestens durch die Hälfte aller Erkrankungen abgedeckt. Arthrose heißt im Klartext übersetzt degenerative Gelenkserkrankung. Diese können folgende Ursachen haben: entweder Fehlbelastung, Fehlstellung der Gliedmaßen, falscher Hufbeschlag oder durch zum Beispiel falsches Aufwachsen, zu schnelles Wachstum in jungen Jahren. Arthrose kann sich zum Beispiel an verschiedenen Gelenken zeigen, sowohl an den Gliedmaßen als auch am Rücken oder an den Halswirbeln. Meistens entsteht durch diese Arthrose ein vermehrter Abrieb. Es kommt zu einer knöchernen Zubildung an den Gelenken und dadurch wird die Beweglichkeit eingeschränkt. Durch Arthrose verursacht, oder Arthrose verursacht in aller Regel Schmerzen, hervorgerufen durch eine Entzündung. Meistens einhergehend mit einer Schwellung des Gelenks und auch einer vermehrten Wärme. Diese Kaskade der Schmerzen bzw. der Entzündung sollte mit entzündungshemmenden Medikamenten unterbrochen werden. Röntgenbilder liefern einen eindeutigen Hinweis bzw. Beweis, an welchen Gelenksabteilungen sich tatsächlich knöcherne Zubildungen gezeigt haben. Als Besitzer ist es immer anzuraten, wirklich diese Entzündung zu unterbrechen mit entzündungshemmenden Medikamenten, die Sie über den Tierarzt beziehen können. Vorsorglich kann man natürlich auch über die Fütterung einige Futterzusätze verabreichen, in denen entweder Chondroitinsulfat oder Glycosaminoglykane, schwierige Worte, in diesen Präparaten sozusagen beinhaltet sind. Dadurch lässt sich die Knochen- und Knorpelversorgung mit Nährstoffen unterstützen.